Servus aus der schönen Oberpfalz. Heute wieder indoor. Heute zeige ich euch einmal, wie einfach es ist, Perlen zu schleifen. Alles, was dazu braucht, gute Augen, Hände und Schleifpapier. Ich habe euch da mal verschiedene Sorten von Schleifpapier hergelegt. Also das ist das ganz grobe. Sind immer so Platten, kann man sie im Internet bestellen. Und wenn man da schon sieht, ist das sehr rau. Das ist was mit dem, wenn man das Holz eigentlich mehr verletzt oder grobe Unebenheiten, weil ja mal eine spitzige Anwachsstelle wegschleift oder eine Standfläche schleift, wenn man eine Dekoperle zum Hinstellen macht. Für was anderes nehme ich sowas eigentlich gar nicht, das ist viel zu rau. Schleifpapier hat meistens hinten die Körnung aufgedrückt. Ja, 120. Das ist also das Grobste, mit dem ich arbeite. Und arbeite mich dann bis zu 3000 hoch. Man macht also pro Körnung immer einen Schleifgang und sollte darauf achten, dass man die ganze Perle wirklich mit dem Schleifpapier bearbeitet. Sonst wird das nicht gleichmäßig. Ich wollte ja vorher noch was anmerken. Und zwar, wenn ihr jetzt die Perle gesammelt habt, ne, habt eine schöne Perle und habt die gepflückt und geschält, dann sollte die Perle erstmal trocknen. Also frisches Holz bearbeitet man nicht, weil das von den Fasern her nicht funktioniert, die glätten sich nicht. Ihr kriegt also niemals so ein schönes Ergebnis und so ein langhaltendes Ergebnis, wie wenn das Holz getrocknet ist. Die Profi-Holzbearbeiter sagen pro Zentimeter Durchmesser ein Jahr. Wenn man sich die Perle mal anschaut, die hat also locker 6 cm. Die müsste eigentlich 6 Jahre trocknen. Also, der liegt bei mir mit Sicherheit schon länger, weil das darf da nicht aus dem ersten Jahr sein. Wenn man mal, die meisten werden jetzt wieder blären, ja, so lange muss man nicht warten und so lange kann ich nicht warten und tralala. Wer das Hobby langfristig betreiben will, der wird mit Sicherheit nach einem Jahr genug Perlen haben zu bearbeiten. Also mir ist auch schwer gefallen das erste Jahr, aber ich habe mittlerweile so eine große Sammlung, dass ich mir wirklich jeden Tag eine andere aussuchen kann und mir ging es nicht aus. Es lohnt sich auch, Schleifen ist meditative Arbeit für mich und als Ergebnis auf lange Zeit ist wirklich bombastisch und die Wartezeit lohnt sich. Ein Schreiner benutzt auch kein frisches Holz. Denkt mal drüber nach. Okay, das mal vorweg. Es gibt natürlich bei den Perlen auch Unterschiede im Holz. Das ist jetzt Frischholz. Na, da ist der Holzsaft noch ausgetreten und hat das verfärbt. Dann haben wir Altholz. Von Erle ist das immer so grau. Ich sage immer, das ist das Zwischenstadium. Und dann haben wir das alte Holz, das dunkelbraun ist. Ist von daher wichtig, weil das eine viel härtere Struktur hat, das Frischholz, wie das Altholz. Ich gehe also bei einem Altholz niemals mit einem 120er Schleifpapier ran. Weil man da so viel wegnimmt, dass die ganze Form weg ist. Und ich lege halt schon immer Wert drauf. Ich meine, ich habe jetzt da einfach zu schleifen, die Nummer zwecks der Vorführung dann. Aber man nimmt einfach zu viel Holz weg, wenn man ein grober Schleifpapier bei einem weichen Holz nimmt. Es ist nicht jedes Holz gleich hart. Ne? Weide und Erle zum Beispiel ist viel weicher wie Buche, Eiche und so weiter. Okay, also ich zeige euch jetzt mal kurz,
wie man das macht. Ihr braucht euch nicht fürchten, es ist ganz einfach. Stellt bloß die Kamera schnell neu ein. Also, ich habe mir da so eine Schachtel hergerichtet und weil mir die großen Dinger einfach zu unhandlich sind, habe ich mir die in so Streifen hergeschnitten. Und die habe ich dann sortiert nach Stärke. Die habe ich wieder nicht aufgeräumt. Von. Ja, komm her. Ja, normal ist das sortiert von 120 bis 800, der erste Stapel. Jetzt natürlich nicht. Vorführeffekt. Und das stecke ich mir halt da rein und dann nehme ich das 120er raus, fange Schleifen an und dann stecke ich das da hinten wieder rein, weil dann vergiss ich auch nicht, bei was für einen Schleifgang ich gerade war. Ist manchmal ganz praktisch. Dann ist in der Wohnung toll, wenn sie euch ein Handtuch unterlegt, weil ihr könnt die geschliffene Perle immer wieder abstreifen und auch das Schleifpapier kann man an so einem Frotti-Handtuch einfach abstreifen und dann ist der Schleifstaub herassen. Also der Staub ist im Handtuch und ihr habt es nicht in der Wohnung. Das ist sinnvoll. Ja, und dann nimmt man die Perle zur Hand und fängt einfach an mit dem Schleifen. Ihr braucht euch nicht fürchten, dass das Holz kaputt macht. Es wird immer schöner. Auf was ihr achten solltet, sind ja Unebenheiten, keine Perle ist ganz rund, dass wirklich überall mit dem Schleifpapier auch hinkommt. Ne? Überall. Jede Unebenheit nicht rausschleifen, sondern einfach abschleifen. Schauen, dass die natürliche Form der Perle erhaltet, weil das der ist halt so gewachsen und so sollte sie auch bleiben. Es gibt Leute, die schleifen es halt mit dem Dremel und dann wird das Ganze richtig rund und eiförmig und es ist nur noch zu erahnen, weil die Perle mal ausgeschaut hat. Mir persönlich gefällt das nicht, aber es ist Geschmackssache und geht natürlich auch viel schneller. Klar. Aber ob das ein Holz gut tut, wenn man es vielleicht für spirituelle oder Heilzwecke verwenden will, lasse ich jetzt einmal dahingestellt. Okay. Also ihr habt im Holz dann kleine Kratzer, Furchen. Mal schauen, ob man das so sieht. Sowas schleife ich raus. Meine Perlen sind glatt. Und ich sage es euch gleich, wer schlampig schleift, bereut es. Weil hinterher beim Ölen kommen die Schandtaten dann ans Licht. Also mit dem groben Schleifpapier schleift man solche Sachen raus. Also mit dem 120er, 150er, 180er, ich sage jetzt mal bis zum 2, bis 240, kann man solche Sachen noch rausschleifen. Danach nicht mehr. Also ich habe das auch schon gemacht, dass ich mir gedacht habe, das passt schon. Weiter. Oder beim schlechten Licht geschliffen, dass ich es nicht gescheit gesehen habe. Oder ohne Brille. Und dann habe ich wieder von vorne angefangen. Weil wenn man das ölt oder wächst hinterher, sieht man jeden Kratzer, jede Unebenheit. Ne? Ja, dann wollte ich euch nur schnell zeigen. Ne? Also beim Frischholz wird es natürlich heller. Es ist Geschmackssache, ob man jetzt das Ganze, den ganzen Gerbsaft, der da ausgetreten und getrocknet ist, wegschleift oder nicht. Manchmal kommen da unheimlich schöne Motive zum Vorschein. Vielleicht kann man das auch rausarbeiten. Bleibt dann jedem selber überlassen. Auf jeden Fall, die hellen Perlen haben, also die Frischholzperlen haben natürlich das helle Holz. Und dann zeige ich euch nochmal einen Unterschied zum Altholz.
Und das ist das ganz alte Holz. Das würde ich normal nicht mit dem 120er bearbeiten, aber ich zeige es euch jetzt einmal zu Vorführungszwecken und zwecks dem Schleifstaub. So, da seht ihr jetzt einmal. Da unten, das ist das Frischholz. Das ist das graue Altholz von der Erle. Und das ist wirklich alt. Solche Perlen brauchen natürlich auch nicht so lange zum Trocknen, außer ihr sammelt es jetzt nach 6 Wochen Dauerregen oder so. Ne? Also man kann die Hölzer mit der Zeit auch am Schleifstaub unterscheiden, weil jede Holzart hat eine andere Farbe und natürlich haben sie ein paar ähnlich, aber die Altholzperlen kann man dann am Schleifstaub fast nicht mehr unterscheiden. Ja, ganz einfach. Und zum Entsorgen von dem Schleifstaub mischt ihr das einfach am Handtuch ab. Weil die alten Schleifer, die klopfen das immer aus. Erstens mal staubt das ohne Ende und zweitens mal bringt man Schleifpapier auch nicht sauber damit. So funktioniert das ziemlich gut. Wenn ich jetzt dann irgendwelche Veruntiefungen, also Untiefen, Krater, Löcher etc., da schneide ich mir dann so kleine Streifen. Vom jeweiligen, also ich schreibe mir dann hinten auch immer drauf, was das für eine Stärke ist, weil es macht keinen Sinn, nicht, wenn ich mit dem 400er schleife und danach gleich mit dem 240er wieder drüber, ne? Dann kann ich wieder von vorne anfangen. Da schneide ich mir einfach so kleine Streifen runter und dann nehme ich mein cooles Werkzeug, das kleine, und wickel das darum. Und kann so schön in Ritzen oder Löcher einschleifen. Geht also ganz toll. Ja, es wird schon wieder zu lang. Ich mache hier mal Schluss. Ich wünsche euch viel Spaß bei den ersten Versuchen beim Selberschleifen. Fürchtet euch nicht. Schleifpapier kann man eigentlich auch gut im Set in großen Online- Fachhandel oder nicht Fachhandel bestellen. Dann viel Spaß beim Schleifen. Bis zum nächsten Mal. Viel Zeich.